Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LS22 auf der Ermcrew. Ja, ich versuche jetzt gerade hier die Kritzean abzuhängen, denn der kleine John hier soll nämlich ja, mit dem Schwader losfahren und das Ganze da ja, fällt 71 Waden und zwar sobald fertig beendet ist. Ja, in der Zwischenzeit die neue Aufnahmerunde und ich habe noch ein paar Missionen angenommen, was so durch die Verneuerung reinkam und ich auch ausgedrückt sind und auch alle Maschinen auch immer was zu tun haben. Der kleine Süße ist fertig. Und dann geht's auch los für ihn. Zu Feld 71. Das macht dann schön der AD-Fahrer. Du bretterst hier wie ein Error durch die Gegend, aber in Ordnung. Und dich, Kollege, dich übernehme ich eben. Dann habe ich zum einen was zu tun, zum anderen kann ich auch eben nacharbeiten. Und diese Kopfenden müssten nochmal eben sauber gewendet werden. Außerdem, ich glaube, erste Runde sollte ich, glaube ich, trotzdem besser sogar selber dann schaden. Weil ja auch noch jede Menge außerhalb vom Feld liegt. Ansonsten würde ich das gerne mit CP machen lassen, weil die sagt mir so, jetzt wo ich es einigermaßen verstanden habe, sollte man CP auf alle Fälle die Chance geben, sich zu entfalten. Und warum nicht bei der Heuernte? Aber ich muss sagen, hier liegt auch gut Gras, wenn ich ehrlich bin. Also, toi toi toi, da kann man stolz sein. Da sind kleine Stückchen nicht gewendet worden. Ich weiß, so fährt man eigentlich nicht mit dem Wender über den Acker, aber... Eigentlich ist es eine Wiese. Und was mich jetzt interessiert... Okay, der ist jetzt fertig mit seiner Arbeit. Der ist angekommen. Aber so viel ich weiß, kann auf jeden Fall der 6R noch nicht fertig sein, weil der schließlich noch eine Außenbahn vergessen hat. Da können wir noch nacharbeiten. Der hat einfach nur die falsche Route gefunden. Ich glaube, wir könnten auch eventuell CP auch einfach eben schaden lassen. Ich würde sagen, wir werfen die gleich mal an. Gucken wir uns mal hier rum. Bringen den hier wenigstens einigermaßen auf Spur. Oder mal schauen, wie der sich so macht. Also zuallererst nacharbeiten. Weil die Seite reicht.
hier einmal ein gutes Stückchen lang fahren. Wie weit ist er? Also auf Feld 40. 94%, also viel fehlt nicht mehr. Ja gut, da musst du auch noch ein bisschen mehr fahren. Mal schauen, was müsst ihr danach ansehen? Oder 51 Sojabohnen und 58 Sorghumhirse. Mal schauen. Da bei 58. Und 51 wäre hier unten. Also nur noch warten aufs entscheidende Signal. Lohnleistung abgeschlossen. Wunderbar. Dann haben wir das schon mal hinter uns. Das Feld. 2,8 km. Dann geht es auf die 51. Also schieße ich auch nochmal so hier hin. Dafür stellen wir mal den neuen Kurs. Job erstellen. Moment. Ja gut. Egal. Job erstellen. Kursgenerator für die 51. Am ersten Wegpunkt und du fährst dann irgendwo nach hier vorne hin. Es geht 3 Runden und Kurs generieren. Würde ich sagen, ab geht's. Der fährt dann hoffentlich. Oh. Wahrscheinlich komplett falsch. Das fällt das dann mal alleine eigentlich ganz schnell runter. Wie kann man eigentlich den normalen Helfer auch eben laufen lassen? Das fällt nicht auf. So, dann bist du jetzt dran. Das war wohl nicht richtig. Ah ja, okay, ich verstehe. Das ist der da oben. Der 6R, der nicht so ganz will. Sein Ziel ein bisschen verpasst hat. So, du fährst da mal irgendwo hier hin. Ich war da eben ausklappen.
So, vorgewählte Ecken dürfen ruhig weich sein. Zwei Runden werden mir wertvoll. Und okay, das hätten wir. Den Sch... warte. F71. Keine Ahnung, wie das jetzt genau funktioniert, aber ich würde sagen, den schmeißen wir dann mal eben an. In der Hoffnung, dass er saubere Arbeit macht. Also er fällt gnadenlos, muss ich mal sagen. Also der CP-Fahrer kennt hier nichts. Das ist aber nicht CP. Das scheint sogar noch der Standardhelfer zu sein. Gut, dann Job erstellen. Jetzt müssen wir 78 10. Und du suchst eigentlich mehr oder weniger auch nur das Feld am ersten Wegpunkt und du fährst dann irgendwo hier hin. Was machst du? Ich sag da mal erstmal nichts gegen zu. Ich glaube, der hat einen Plan. Hoffe ich mal. Ansonsten werden wir das gleich wissen. Was sich dahinter verbirgt. Hey! Also so ganz rund läuft es noch nicht, also das ist natürlich am Ende der Vorführeffekt. Der gehört natürlich auch immer mit dazu.
Aber zumindest hat er seinen Teil abgeschlossen. Auch wenn es nicht sonderlich viel war. Abgeschlossen ist abgeschlossen. Ja, und ich würde dann auch sagen, das war's mit der Folge. Mal schauen, ob das Ganze immer noch ein bisschen ausgebessert kriegt. Dass das auch sauber ohne Probleme läuft. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.